Jo, liebe Leute, es geht weiter an der Halbstory bei ACU. Bad Kings, DLC. Und da machen wir jetzt gerade die Story weiter. Der Büchertin. Leon, den Tiefen von Condor Cats. Manuskript finden, ja, so. Ah, Belohnung, Guillotinenflinte. Okay. Schwierigkeit 4. Bonjour, wohnt Leon vielleicht hier? Ist nicht da. Er war seit Tagen nicht mehr hier. Lasst uns ihn frieren. Wurde er schon wieder verhaftet? Nicht, dass ich wüsste. Es gibt viele, die ihm die Hände abhacken wollen. Er ist ein gemeiner Dieb, der Junge. Er kann mir helfen. Er ist gestern zur Windmühle gegangen. Das ist alles, was ich weiß. Sagt ihm meinen Namen. Madame Margot. Merci. Bitte. Schickt ihn nach Hause. Jo, will ich machen. Also. Wie geht's dir, Freund? Oh, drei, das ist doch mal hier, hier. Ja, mal schauen, ob ich heute ein bisschen besser klettert wie gestern. Also gestern ist ja wirklich an jedem Scheiß drin gegangen geblieben. Mal gucken. Ja, ja, es fängt schon gut an. Jetzt soll ja die Mühle wieder dahinter sein. Hoppala, geht ja. Und hoppala. Ja, was wird die Statue erwarten? Aufgeladen sind wir mit allem. Also aufgefüllt, meine ich so. Also wenn wir da nicht irgendwie. Wollen wir noch einkaufen? Entweder drauf oder dran oder hängen bleiben oder was weiß der Geier dir also. Aha. Oho. Hat das ja noch zwei so Spokomaten. Jetzt mal. Möchtest du hier mal. Ja, eben. Das wäre übrigens noch ganz, ganz schön nett. Mhm. Jetzt haben wir den Tor mit den Pipes. Da ist ein Eindringling in den Tunnel. Wo? Leon. Oh, der meint gar nicht mit. Okay. Ah, da ist der Tinterdampf. Ist ja nicht so mega mäßig für den Typen. Das ist jetzt auch wieder sowas. Ach, also. Nein, ehrlich, ey. Er steht an der Wand und schaut zu, du weißt ja so. Ja, ja, mach bitte, wenn er aufgehört hat. Ja, ja, das ist doch normal. Das ist doch normal. Was
wir haben noch 3 um. Da hat sich ein bisschen mehr als 3 um. Warte mal. Das ist einer von den Bösen da. Was ist der starke Böse? Wir sind zu weit weg. Da hat es auch noch. Ja, lassen wir die mal ein bisschen dumm tun da. Und da hat es auch noch, da hat es 3, 4, 6, 8, 10, 11, nein, das sind noch nicht zu viel. Die schauen nur zu. Ich meine, die greifen nie. Ich meine, die greifen ein bisschen ein, aber es sieht gar nicht genau aus. Das ist jetzt nicht wirklich blöd. Das ist jetzt blöd. Wenn ich abjump, dann habe ich die ganze Multi im Hals. Wieso ballert der Depp nochmal? Was zum Teufel geht hier? Oh, der Junge stirbt natürlich, gehört ja, ist ja logisch. Oh je. Ja, und dann kommt der ganz oben noch die. Komm, mach den Depp auch noch. Ah, der ist gerade ganz dahinter. Der ist tot. Richtig tot. Töter als tot. Jo! Medizin. Betäubungspfeil. Jetzt da mal Zettel, das nehmen wir natürlich noch mal mit. Und es hat so neben dran liegt. Ich lese jetzt das nicht vor. So der übliche. Oder das Übliche machen, Pausentaste drücken, dann kann man es durchlesen. So. Wir haben noch die Dinge raus da. Halt! Ja. Oh, man muss ja da sein. Ich erwisch dich schon, du Rechter! Du Sack, du Elend, du Drecksich, du! Oh, jetzt hast du... komm, die will ich aber noch blindern. Oh, das ist gut. So. Und die zwei noch machen wir mit der Diener. Eine Flasche, das ist so. Vielleicht können wir die ja brauchen. Es geht ja nicht einmal dahin. Nee, ich meine, es geht da rein. Scheiß die Wand an. Aha, dann gehen wir halt auf der Rückseite rein. Oder. Nee, das wird dann nur die scheiß Tür sein. Ach Gott. So, jetzt haben wir es kombiniert. Okay. Ja, kommt wieder natürlich all die Höhen auf. Ei, ganz sackt. Dann werden wir halt da werden. Ja. Dann mal rein in die gute Stube.
Ah ja, ich sehe da Damen an. Stornieren ein bisschen. Das wird sich auf der Seite jetzt. Oh je. Jetzt ist sie mein. Was ist dran aus, Kriegedi? Hey! Dieser Kleinkram ist kein Blut wert! Wenn wir die Tür finden, schwimmen wir in Geld! An die Arbeit! Blindhaber. Sind die unterirdischen Anlagen suchen nach mysteriösen Artefakten an, was sich sonst noch zu stehlen lässt. Einzeln sind sie schwach, doch als Gruppe äußerst glücklich. Aha! Wer hat dich denn befördert? Napoleon höchstpersönlich. Du spinnst doch. Du bist hier, der Gespenster sieht, nicht ich. Der Geist war da, also ich geh da jetzt wieder rein, kleiner Schisser. Na dann, Biglitz. Und hier kann man halt die Blinde gespannt haben. Um nichts in der Welt. Da wird es doch einiges um. Das habe ich mir doch gedacht. Dass wir beide feige sind, da hast du wohl recht. Du hältst dich wohl für ganz schlau. Du hast das Armband geklaut. Gib es zurück. Ich habe dir nichts geklaut. Ständig hast du drauf geguckt. Ja, ich warte jetzt, bis die an und die Schnur gefolgt haben. Ja, ich musste doch. Jo, ich hatte hier mal noch Metzler. Also nicht, dass man da stundenlang jetzt da muss, irgendwie denen zuschauen. Leon, der soll zwei von uns getötet haben. Was geht das da? Leben kommt! Ja, Leben kommst du hier nicht raus, da hast du was. Da muss ich dir recht geben. Dann kann ich das Fischchen noch haben, wenn wir schon da sind. Das ist ja jetzt eh nicht mega schwer. So. Der Wachsmütze. Na gut, jetzt können wir das da zuerst mal machen. Jetzt muss ich die. Wo liegen die anderen um? Oder sind die schon weggebeamt worden? Jo, haben wir hier auch. Ja, die Leiche ist ja auch lieber. Wo sind die Arme? So, was gibt's da drin?
5.30, das ist doch angelangt. Jetzt würde es mich interessieren, wo ich... Ah, da! Ich meinte, das Ding ist noch mit der Höhe hier oben. Cool. Ja, jetzt sind wir da auf dem richtigen Weg. Ja, für irgendetwas... Wir sollten den Schlaf der Könige wirklich nicht stören. Wird die Hütte da sein. Sag mir nicht, dass du an die Geistergeschichten glaubst. Ich habe da unten einen gesehen. Spät nachts. Wie viel hast du davor bitte getrunken? Oh. Da hat's doch einiges um an People. What the hell? Da sind noch drei. Oh, das ist nicht ganz viel. Das ist nicht gerade viel. Muss ich gerade zum großen Teil nicht mehr nachweitern. Du meinst, da hinten ist doch glaubiert so eine, weiß ich was rum hat, was jetzt mal könnte man so. Und dann. So. Oh scheiße, die Wand, und da ist alle zwei. Da kann ich nachbedrücken. Und kein Sau rührt sich. Ah, die ist sieht doch spackomatisch. Wahnsinn. Es ist da aber auch so ein bisschen. Wo ist der Hurensohn, der hier mit Spielzeug? Wo kam das her? Was geht hier vor sich? Es ist einfach auch wunderbar. Ja, ich bin jetzt nicht so der Typ, der da ins Gemetzel reingeht und alles abmetzelt. Ich lasse die Leute lieber ein bisschen machen, also ich höre wieder einmal. So, die haben sich einmal abgenietet, das heisst, ich habe da noch schnell mitgeholfen. Und ja, wir wollen ja nicht 5 Minuten lang zuschauen, wie die sich gegenseitig selber daheim machen. Also, drücken wir doch schnell Pause, Dorsten. Oh, jetzt stehst du nicht mehr lang. So, fertig gestellt. Oh, ich hoffe, dass ich hier noch irgendwie Berserker oder etwas reinbekomme. Phantom Sling. Ich werde die Kiste noch mitnehmen. So, haben wir hier Helm. Es gibt so noch. Oh, das ist aber nice. Ja, warte jetzt mal, wir könnten dort üben, dann können wir die Kiste holen. Und jetzt hier nicht noch ein paar umstehen. Aha, schlau, mein Junge, ich denke, wir müssen mal rüber. Ich denke, irgendwie drunter werden. Nein, ja, ja, das habe ich schon gedacht. Ihr seht aber jetzt Spaßvögel werden. Jetzt einmal kann man da oben durch, eventuell ist vielleicht besser sogar. Hoppala. Als je vindt, is het wel leuk. Dan gaan we de wond aan de sigaret. Ja. Super, dank je wel. Ik
Ah ja, da tun wir uns schon mit. Da kommt schon eh nicht rein, da wird das ja jetzt. Oh, da hat ja vorher gerade nochmal da drüber gerannt. Das muss hier wieder Unfall eigentlich an für sich. Ja. Ja. Na, hat's ja schon etwas gekommen. Man hat sie ja schon etwas gekostet, wenn wir da sind. Wenn sie sich ja nicht vergabelt haben, wo wir sie da verbleiben, dann von. Aha. Schon mal einen Adligen gesehen, Leon? Hast du je einen Reden hören? Gesandte von Gott waren das. Goldfäden liefen von ihren gesegneten Schößen in heilige Nachttöpfe. Und dann? Rubine quollen aus ihren Hälsen und regneten auf Frankreich nieder. Jetzt können selbst Männer von niederster Abstammung bis zu den höchsten Gipfeln des Olymp aufsteigen. Lass mich los, Cunard! Ist das dein Wunsch, kleiner Mann? Aufstieg? Ich sehe in dir Ambition. Du bist wie ich. Rose. Mein Kommandant. Habt ihr Fortschritte gemacht? Nur dies. Findet mir die Tür zu diesem Schlüssel. Und ich belohne euch wie in euren kühnsten Träumen. Was befindet sich hinter der Tür? Ist das unser kleiner Eindringling? Wen nennst du hier klein? Ich bin schon fast so groß wie... Du musst noch lernen, was Diplomatie bedeutet. Rose, bringt ihr den Jungen an die Oberfläche? Natürlich, Kommandant. Napoleon, qu'est-ce que tu fais là? Tötet ihn. Was? Nein! Lass mich gehen! Mann, das ist doch aber böse Würde. Lecks mich. Das ist doch eine böse Würde. Mach du! Er ist nur ein Kind! Ich hab selbst Kinder! Der Geist des Königs! So viel zu meinem Überraschungsmoment. Oh je, Junge! Dein Schwert! Der ahntet dich, der hat schon. Jo, aber Weber meint das sicher nicht. Machen wir da nicht plündern? Ah, oh, doch, warte jetzt mal. Aber bevor ich mit dem Kleinen etwas mache, eine kleine Kiste. Weil ich denke, wenn ich mit dem etwas anfange, wieso dreht... Jo, ich gehe ja gerade zu dem Typ, ich will doch die Kiste zuerst, meine Fresse. Dreht doch die scheiß Kamera nicht immer da rum. Ob die weiß alle, was man da die Geschichte rum macht. Und ah ja, dort ist noch hier, da ist so eine... Wo ist das Ding? Ah, da drinnen. Ja, Junge? Bin fort, Geist! Ich bin kein Gespenst. Madame Margot schickt mich. Madame Margot? Du willst mich nur verwirren! Eindringling! Ach, du da! Halt! Wo, 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 wo? Du aha, töten Sie in Anführungszeichen, um die Glünder zu überjagen. Okay. Kommst nicht! Hey, ich hab doch da Typ. Lass die Waffe fallen und ich beende es schnell! Selbst auf einen Anführer, nicht auf die Geister da, auf die Anführer. So, dann mal Blinderer. So, dann haben wir den Kleinen mal gefunden, dass er so jung ist, ein Kleinen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber da... Da hat es irgendwie in sich... Oh, 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 oh. Warte mal, Junge, bevor ich zu dir komme. Lande doch mal die Kiste.
Das spürst du noch. Ja, wir haben ja noch nicht mehr. Jawoll. Riesenaufwand für 34.000 Leckmich. Das ist aber jetzt wirklich cool. Ja, aber was ist mit dir, du kleiner Sack? Na, noch immer verwirrt? Los, verstecken wir uns. Nicht so schnell. Ich suche nach einem Manuskript. Es wurde aus einer Gruft unter Saint-Denis geraubt. Ich hab es. Es ist in meiner Festung. Wir können es später holen. Wie hast du es gemacht? Es ist in meiner Festung. Du bist der beste Camper, den ich kenne. Das ist etwas übertrieben. Es ist in meiner Festung. In Paris. Wow. Ich trainiere hinter unserem Haus. Aber ich habe niemanden, mit dem ich üben kann. Alle Freiheitskämpfer sind in Paris. So wie du. Was ist mit deiner Mutter? Madame Margot? Sie ist nicht meine Mutter. Meine Mutter ist eine Maurin. Sie musste nach Spanien zurück, darum hat sie mich ins Waisenhaus gebracht. Sie kommt bestimmt zurück, sobald Frankreich wieder sicher ist. Hat sie verhungern, würdest du innen auf alle Fälle nicht. Fleisch hat's genug am Boden. Hier rein, komm! Aufgabe abgeschlossen. Ach du Scheiße. Zunächst werden wir ein paar Waffen brauchen. Überlass das lieber mal dem Fachmann. Boah, ajo, die her? Kanone, die... Hab ich gestern zwei Plünderern stibitzt. Und versteckt. Eine vorzügliche Waffe. Ja, schon klar. Ich weiß, was ich tue. Und zwar? Ich rette Frankreich. Und zusammen mit dir wird es noch viel einfacher. Hör mal. Was? Wir müssen erst das Manuskript holen. Um es vor den Feinden Frankreichs zu schützen. Oh, na klar. Dann müssen wir wohl hier raus. Jo, das glaube ich auch. He. Also, dann machen wir bei der Gelegenheit eine Pause, weil jetzt fast eine halbe Stunde, das ist schon ziemlich krass. Die Guillotine-Flinte ist ein mächtiges Zerstörungswerkzeug. Sie kann sowohl im Nahkampf als auch als Fernwaffe benutzt werden. Genutzt werden. Also, dann machen wir hier eine Pause, dann sage ich mal Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.